Nee. Hallo und herzlich willkommen zu der Moonlight Nights am Mittwoch. Wir spielen heute Project Zero 3. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Aber hi, ich bin's wieder, der Chris. Ich stream hier öfter. Wir spielen weiter bei... Nun, du nicht, vermutlich. So, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, heute mich thematisch in die ultimative Dash-Pair zu versetzen. Denn meine Dash-Pair hat vor vielen Monaten ihren Höhepunkt erreicht. Aber hier Glückwunsch, ne? Aller Spaß hat ein Ende. Nur Stupi hat zwei. Und yeah. Dein Bruder, Lul. Ja. So, wo ist der nächste Baum? Das sind Dinge, die ich niemals fragen würde, nachdem ich den Führerschein hatte. Jetzt würde mich mal Folgendes interessieren, Stupi. Ja? Hast du deinen Führerschein schon als Kärtchen in der Hand? Ein Ende. Hast du deinen Führerschein schon? Also als Kärtchen in der Hand? Nein, okay. Dann erzähle ich dir jetzt was ganz Lustiges. Seit ein paar Wochen ist es so, dass wenn du den Führerschein hast, dass der nach 15 Jahren abläuft. Na gut, du musst halt nur einen neuen beantragen, aber es steht ein Ablaufdatum drauf. Ich weiß nicht, warum sie sich das gedacht haben, aber komme ich in einem Jahr. Was? Ja. Du musst da nichts machen, außer halt hingehen und einen neuen beantragen. Mehr nicht, also wie bei deinem Personalausweis. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber da steht jetzt ganz groß drauf Ablaufdatum. Vielleicht bricht das Plastik nach 15 Jahren, wer weiß. Oder ist die Batterie leer, die da drin irgendwie den Chip stützt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, also auf jeden Fall, ich habe mir keine Kosten und Mühen gescheut, heute übrigens so ein bisschen mich aufzumodeln. Aber das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ich meine, selbst Kermit hat sich dann in irgendeiner Form in einen Monokuma-Hoodie gepackt, als er angefangen hat mit Danganronpa 3. Wobei ich mittlerweile überlege, ob ihm nicht so ein Mono-Dan-Hoodie viel besser gestanden hätte, so auch. Weil, Kermit, wer von den Cups wärst du? Jetzt nur mal eben so zwischendurch gefragt. Will ich jetzt wissen. Ist wichtig. Und dann gucken wir mal, ob der Sound funktioniert. Dann spielen wir nämlich Project Zero. Ich kriege noch keine Antwort. Ich glaube, Kermit denkt noch. Das ist ein länger anhaltender Prozess. Gut. Ich drück mal ganz unbeholfen auf die Game-Taste. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen jetzt gleich Tamaras Bildschirm, wie sie bastelt, oder meinen. Schön. Hat ja funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob das Menü noch funktioniert. Ich höre nichts. Ich ziehe mal den Kopfhörer auf. Ach so. So muss ich erstmal den Hoodie kurz entfernen. Der kommt gleich der Schönheit halber wieder. Also ich höre was. Sehr gut. Mega kurzsichtig. Ultra kurzsichtig. Ultra, ultra kurzsichtig. So. Sieht jetzt umso bescheuerter aus. Aber gut. Dann mache ich es für euch mal noch ein bisschen lauter. Kermit, ich will das jetzt wissen. Hör auf, darüber nachzudenken. Da muss jetzt die Antwort, die muss jetzt wie aus der Pistole geschossen, muss die kommen. Ich glaube, so in etwa vom Verhältnis her ist es okay. Gut. 3. Hä? Ich hab gefragt, welcher von den Cups du bist und du sagst 3. Wie groß sind sie? Blau. Okay, verstehe schon. Also. People of the Sea, wir beginnen. So. Sehe ich ansatzweise okay aus? So. So, jetzt sieht man es auch. Dass Menschen, die einschalten, denken, da sitzt Chiaki Nanami. Echt, warum? Erklär mir das. Also. Wir begeben uns jetzt auf die Spuren von
dem, was wir im letzten Traum gesehen haben, denn wir dürfen ein weiteres Mal ins Haus des Schlafes gehen. Boah, bin ich froh tatsächlich, wenn dieser Laden da morgen so die ersten Schritte zur Vollständigung passieren. Weil ich kann diesen ganzen Scheiß hier langsam immer. So, ich muss mich da hinsetzen können und anfangen können. Also, wir sind immer noch Ray und es ist mal wieder Nacht und wir müssen wieder zurück ins Haus des Schlafes. Soweit ich weiß, hatten wir nichts zum Entwickeln und deshalb würde ich halt auch sagen, begeben wir uns tatsächlich einfach wieder zurück ins Haus des Schlafes. Und neben uns blinkt schon mal was, das ist ja toll. Also wir sind jetzt, so wie ich das vernehme, in Stunde 2. Dann habe ich schon mal alles richtig gemacht. Wenn er eine Brille auf hat, ein Erbsenzähler ist, nachweg der Schlauste von denen war. Wahr trifft's, ja. Ja gut, okay. So. Also, Stunde 2. Die Preisfrage von allen ist doch jetzt, oder? Womit fangen wir an? Also ich würde sagen, wir heben erstmal das hier auf. Genau, Spiel, das ist so hilfreich. 4pkt.br schl. Da hat halt jemand beim Machen nicht drüber nachgedacht, dass da vielleicht eventuell andere Sprachen stehen können. Der 4-Punkt-Brunnenschlüssel wahrscheinlich, so wie es unten stand. Ich höre schon wieder irgendwelchen Radau. Das ist nicht gut. Oh Gott. Dann gucken wir einfach mal, dass wir Stunde 2 heute schaffen. Hä, was? Weil dann könnten wir nämlich daraus 9 Streams machen. Es gibt, glaube ich, 9 Stunden. Ne, 13 Stunden gibt's. Was? Das finde ich nicht gut. Hier hinter mir ist nichts. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich in den Raum fliehen? Okay. Ich weiß es nicht. Das Schlimme ist, die sind... Keine Ahnung, du hast genauso viele Eigenheiten wie die eigentlich. Die haben das, als wärst du 5 geteilt. Nee, also nicht der verrückte Kissbär, aber ich weiß es nicht. Oh, da war noch ein Schema. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt muss ich länger drüber nachdenken.
Ich fühle mich halt so unglaublich gamerig jetzt. Ich kann alles. Also. KT. Was macht denn am meisten Sinn? Wahrscheinlich erstmal zu gucken an den Stellen, wo der Kram abgeschlossen war, ne? Wenn ich so recht bedenke, wenn man nicht genau hinkommt, könnte ich auch einfach irgendwie so ein Harry Potter Mensch mit so einem komischen Umhang sein, ne? Scheiße. Nicht bummeln! Nicht bummeln? Aha. Professor McGonagall ist aber alt geworden. Potter? Weißt du, sagt halt jemand, der halt im Prinzip kaum bis nie die Harry Potter Filme gesehen hat, ne? Nur, dass ich halt eben erkenne, dass die alte Frau, also McGonagall, halt praktisch auch die alte Nonne ist, so Sister Act. Wofür ich halt 3 Jahrzehnte gebraucht habe, um das rauszufinden, aber hey. Oh, wir sind in einem neuen Bereich, ne? Erstmal Karte angucken. Ist wichtig. Puh, okay. Achso, ich sagte Karte angucken. Ich bin ja auch ein Schlaukopf. Na, jetzt kommen wir hier gleich wieder zu Momo, die bestimmt irgendwann sagt so, wer baut sowas? Wo ist die eigentlich? Oh. Oh. Gronkh wahrscheinlich. Gronkh baut sowas. Die Gewinner gehen immer rechts lang. Das Schlimme wird, der vierte Teil ist wieder ein V-Teil, ne? Und es wird ein Foto, was wir entwickeln können, würde ich sagen. Der vierte Teil ist wieder ein V-Teil, das heißt, ich darf mich dann da wieder mit Motion Controls rumplagern. Was ist hier? Okay. Heute Medizin. Wo geht's da hin? Toll, also Sackgasse. Ich verstehe. Ist aber auch okay. Sackgasse. Lauf! Wer weiß, was das war? Ich
habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir hier den die Stunde 2 schaffen heute. Das wäre nicht unwichtig. Wenn man jetzt die technischen Probleme mal außen vor lässt. Da ist noch eine Tür. Da. Wer weiß, vielleicht gehen wir ja in irgendeiner Form auf die TwitchCon und dann können wir mal wirklich mit jemandem Zuständigen reden und sagen, hey, du, wir machen eigentlich schon ganz viel und so. Und bald haben wir alle Achievements und so. Und wäre halt schön, wenn wir da halt mal... Wie viel Emotes hätten wir eigentlich, wenn, wenn wir jetzt Partner werden würden? Wir haben jetzt 48 Subs. Nach aktuellem Stand zumindest, mit Sligon eingerechnet. Sieht so ein Beat'em-up aus. Auch, ja. Hi Stefan. Nee, nee. Es ist wieder ein Foto, was wir entwickeln können, glaube ich. Guck mal, mein Pet leuchtet rosa. Ich glaube, das war der Raum, in dem wir ganz am Anfang mal waren, als wir Yu verfolgt haben. Okay, hier ist zu. Okay. Was kannst du nicht ändern? Das ist Final Fantasy 3, FF3. Die Geräusche gefallen mir nicht. Ich habe das Gefühl, sie kommen näher. Prozent da drin. Okay, verschlossen. Ja, dann müssen wir wirklich komplett zurück. Haben wir keine Wahl. Wir kommen nirgends weiter. Was ist da los, Kollege? Es heißt Fatal Frame 3 The Tormented, Kollege. Oh, was? Und ja, Fatal Frame 3 ist, also Fatal Frame ist der also der japanische und englische Name des Spiels. Sind das zwei oder? Oh, das sind tatsächlich zwei! Ich fühle mich ein bisschen eingekesselt hier. Dann stirbt dein Geheimnis mit dir. Mein Hirn fühlt sich wie Con an. Naja, ich sitze ja auch hier im Cosplay. Was kann ich dir nicht verübeln? Ach, das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Lithografiestein. Bla 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 bla. Zeichen für 1. So, wir haben gesagt,
Wir gucken immer ins Notizbuch. Mann in Weiß. Die Männer im Gang mit den schwarzen Flecken trugen zerrissene weiße Roben und Hüte. Hörte ich deren klagende Stimme durch die Wände des Ganges hallen? Was ist ihnen da drinnen geschehen? Mehr gibt's nicht. Boah, ich hab halt, weißt du, ich hab das hier halt total Quickshot hier mäßig gemacht, ne? Mit dem Cosplay, ne? Weil es fehlt eigentlich noch die richtige Wig dazu. Und der Rucksack fehlt und eine Monomie fehlt. Das hast du gesagt. Das würde ich so nie sagen. So. Es war doch irgendwo dieses Schieberätsel. War das ganz oben? Stay away from the summoner! Warum solltest du das? Das ist eine großartige Spielereihe. So, jetzt können wir nämlich hier das Schieberätsel lösen, würde ich sagen. Aber hey, Shizuru. So. Die Frage ist, was müssen wir damit jetzt machen? Ah, okay, okay. So. Das heißt, wir haben da die Tür geöffnet. Wieso drehst du am Rad nachts? Was? Ach so. Nun. Ja, Mensch, es hat sich ja gelohnt, hierher zu kommen. Jetzt sind wir auf dem Dach. Gott, oh Gott, oh Gott. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir... Ich finde die Geräusche, die es macht, wenn sie auf dem Dach läuft, sehr fragwürdig. Mal die Karte angucken. Wahrscheinlich. So schön alte, schon total kaputt oxidierte wahrscheinlich, wa? Ey, es wird doch nie jemand freiwillig auf so einem Dach rumtanzen hier. Das ist die Tür, wo wir herkamen, ne? Was machen wir jetzt hier? Oh, da drüben ist noch eine Tür. Okay. Gehst du bitte über die Ecke? Ich habe halt immer noch das von Project Zero 1 und 2, also 1 drin, immer gegen die Kamera zu lenken. Ich meine, wer baut sowas? Ja, ich weiß, die Frage hatten wir gerade schon, aber wer baut denn sowas? Wer baut denn einen Ausgang, der so aufs Dach geht, nur dass man da halt praktisch übers Dach laufen kann? Ja, wir sind über diesem Raum. Nur dass man dann da wieder reingehen kann.
Wie sehr muss man seine Kinder hassen, wenn da ein Kinderzimmer ist oder so? Okay. Ist hier irgendwas? Ah. Zwei Mandarinenmuster. Okay. Ausrüstung ausweichen, okay. Ausweichen, Funktion, verbessertes Ausweichen. Wenn ein Geist sie erwischt und sie drücken rechtzeitig den Auslöser, können sie dem Angriff ausweichen. Okay. Ich finde das auch merkwürdig, dass das Spiel einen manchmal siezt, manchmal duzt. Verdammt. Dass ich heute überhaupt hier so sitze, daran ist ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, Kermit schuld. Ich hätte mich dazu genötigt, dieses Spiel zu spielen und der Ultimate Dash Pair zu erfahren. Kermit, du hast mein Leben ruiniert. Hm. Ich nehme dann schwer an, dass der Schlüssel, dass der ist für den Innenhof, ne? Das Atrium. Nee. Kermit ist nie schuld an allem. Nur daran. Nur daran. Wer baut sowas? Kermit ist nur an Danganronpa 2 schuld. Er hätte selber spielen können, aber er hat gesagt, ich kenne das schon, das wäre langweilig. Und so musste ich es spielen und wie gesagt, mein Ultimate Dash Pair erfahren. So, das war dann glaube ich jetzt hier runter, ne? Weil sonst wären wir ja auf der zweiten Dachriege. Dass irgendwas gefallen ist, interessiert uns nicht. Aber es ist doch echt so. Ich finde es voll deshalb verboten, wenn Leute Spiele spielen, die sie schon kennen. Ja, gut. Also ich finde es ja auch immer besser, wenn Leute Sachen blind spielen. Da gebe ich zu. Das gebe ich zu. Für mich ist es ja fast so. Ich weiß noch zumindest grob die Handlung, die hier drin passiert, aber halt eben nicht, wie es funktioniert, ne? Ach, hier muss ich, glaube ich, raus. Ansonsten bin ich absolut immer für blind. Weil es dann einfach spannender ist für mich, weil ich nicht weiß, was passiert und der Streamer nicht weiß, was passiert. Was bist du denn? Was bist du? Nee, nee. Der Hoodie ist voll warm übrigens. Ja, welch Freude. Ich glaube, wir werden wieder wach. Ja. Es wird immer schlimmer. Ein Lurker, der nun arbeitet. Fleißig? Oh Gott. Telefon klingelt. Ja, mein Gott, ist bestimmt ein Callcenter.
Ja, der Bluterguss wächst wieder. So, Moment. Wir lassen das Telefon mal klingeln. Hoffentlich klingelt es nicht im Hintergrund. Ne, okay. Das Spiel ist pausiert. Also, Notizen. Ort. Sie hat mal nichts über das Tattoo gesagt. Aus des Schlafes. Also. Im Haus gab es einen Innenhof. Es schneite. Es gab eine Reihe von Gräbern. Die eine noch... Was? Gräbern und ein noch älteres Haus ragte dahinter auf. Wenn der Traum eine Fortsetzung von dem ist, den ich im Geisterhaus hatte, ist Yu dann dort? So wie zuvor? Ja, zweifelsohne wahrscheinlich. Oder sie sieht halt eben Geister. Ich meine, wir können ja eh davon ausgehen, dass er tot ist, weil er auch tot war in der Öffnungssequenz, ne? Ja. Ring, ring, Taliban. Yes, Kurosawa speaking. Ah. Hallo, Miku. Liegt alles auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer. Oh, wir dürfen in Mikus Zimmer. Oh Gott. War wieder dieses Tonproblem. Ja, gut. Moment. Wir gehen aber erst, glaube ich, den Kram entwickeln, oder? Wir gehen erst die Fotos entwickeln. So sehr ich gerne in Mikus Kram rumwühlen will, wir gehen erst Fotos entwickeln. Also, wir haben zwei Fotos. Einmal das. Ja gut, das hätte ich mir denken können. Und hier haben wir... schwarze Flecken in Menschenform an der Wand. Gut, damit hätten wir das erledigt. Vielleicht können wir die später wieder Miku geben. Vielleicht kann sie damit was anfangen. Gut, gut. So, die falsche Richtung. Da wollen wir hin. Was ist mit dir? Ach so, stimmt ja. Wir können ja wieder upgraden. Oder was heißt, wir können wieder upgraden? Wir können wahrscheinlich endlich upgraden. Ist denn spezial? Maximale Geisterkraftladung. Bei Steigerung steigt mögliche Ladung. Oh, das klingt gut. Dafür fehlen uns aber noch 400 Punkte grob. Okay. Aber jetzt fängt es schon hier an zu spuken, weißt du? Wäre das nicht alles schon schlimm genug? Also gehen wir uns die Unterlagen angucken. Erstmal in Mikus Kommode wühlen. Nee. Sie hat uns die Erlaubnis gegeben? Erstmal umgucken. Ah, Papierlaterne. Oder nee, nee, keine Papierlaterne. Doch, hier, Laterne. Anspielung auf Project Zero 2. Ja, definitiv. Die Puppe. Also nachdem sie so viel Erfahrung gemacht hat, hätte ich mir das nicht hingesetzt.
Geht aber eigentlich. Ja, wo bewahrt sie jetzt die Unterwäsche auf? Wahrscheinlich hier drin. Schade. Dann gehen wir wohl doch die Unterlagen lesen. Mikos Schreibtisch ist immer sehr aufgeräumt. Es liegt ein Stapel mit Referenzen und Mikos Notizen auf dem Schreibtisch. Sie sagte, sie hätte sich für mich zusammengestellt. Sie hätte sie für sie... Die Frau auf dem Foto, Yoshino Takigawa, 26. Sie ist die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes im August. Es folgt der Bericht des Reporters Osawa, der darüber berichtete. Beim Flugzeugabsturz wurde Frau Takigawa aus dem Flugzeug geschleudert und blieb unversehrt. Die Laube, auf die sie fiel, wirkte wie ein Polster. So wurde sie auf wundersame Weise gerettet. Bei ihrer Rettung hatte sie leichte Verbrennungen, Prellungen und Kratzer, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Da man sie erst nach 4 Tagen fand, war sie ausgetrocknet, schwach und litt offenbar psychisch. Sie war 4 Tage umgeben von anderen Opfern, den Leichen ihrer Verwandten und ihres Geliebten. Boah, das stelle ich mir so unglaublich schlimm vor. Das Folgende erfuhr ich vor jemandem in der Aufnahme des Krankenhauses. Nach der Einlieferung hatte sie große Angst, allein zu sein oder zu schlafen. Sie hatte schlimme Träume und verletzte sich zum Wachbleiben. Aber sie schlief immer mehr, bis sie fast den ganzen Tag schlief. Man dachte, sie wegen ihres Traumas so lange schlafend, aber... Was? Man dachte, wegen ihres Traumas so lange schlafend über... Ich weiß gerade nicht, wie ich diesen Satz nochmal wieder gut machen soll. Aber gut. Da wurde ihr Zustand langsam schlechter und sie schlief 3 Tage durch. Als sie aufwachte, hatte sie Halluzinationen und sagte Schmerzen. Ich habe überall blaue Flecken. Als das schlimmer wurde, reagierte sie immer weniger auf ihre Umwelt und murmelte wirres Zeug oder sang Schlaflieder. Die letzten 7 Tage schlief sie und der Rest war so, wie es Ray sah. Wie es Ray sah. Das ist auch irgendwie komisch geschrieben. Man dachte, dass sie. Dankeschön. Ich habe überlegt, was da fehlen könnte oder was auch immer. Es ist alles nur Krankenhausgerede, aber das Personal redet über urbane Legenden wie Takigawa, die sie verschwundene Patienten nennen. Ich meine, sie war ja am Ende nur noch Ruß, ne? Oh, Patient verschwunden. Patient verschwindet. In der Nacht des 9. verschwand eine Patientin von ihrer Station im Katsuragi-Krankenhaus und die Polizei sucht nach ihr. Die vermisste Person ist die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes im August, Yoshino Takigawa. Frau Takigawa wurde nach dem Unfall psychisch instabil. Bei ihr wurde ein posttraumatisches Stresssyndrom, PTSD, festgestellt und sie wurde als Langzeitpatientin eingewiesen. Die Reaktion des Krankenhauses: Wir untersuchen den Vorfall. Frau Takigawa verlor bei dem Unfall ihre Familie und man ist besorgt um ihren aktuellen Verbleib. Ja, das ist, weil ich drücke immer automatisch hier auf dem D-Pad nach rechts, wenn ich weiterblättern will. Das geht aber anscheinend nur in diesen Notizdinger, nicht im Menü, aber schon. Deshalb bin ich da sehr verwirrt. So Verschwundene. Das sollten wir uns vielleicht dann auch nochmal durchlesen. Ist das ein Foto von Miku? Ja, das links neben mir ist definitiv Mafuyu. Miku und ein Mann. Das Foto zeigt Miku mit einem netten jungen Mann. Ihr Freund? Oh. Nein, eher Bruder und Schwester. Sie war immer fröhlich, aber ich glaube nicht, sie jemals so glücklich gesehen zu haben. Ich wusste, sie hatte ein Familienmitglied verloren. Könnte das die Person auf dem Bild sein? So, oh. Oh, es ist wieder dunkel. Es wird immer relativ schnell Nacht in diesem Spiel. Notizen wollten wir uns jetzt nochmal angucken, weil das jetzt einiges dazu gekommen. Ereignisse. Spur des Verschwundenen. Miku fand raus, dass Yoshino Takigawa fast die ganze Zeit schlief, bevor sie verschwand. Nach dem Unfall schlief sie mehr oder immer länger und immer länger. Und wenn sie erwachte, summte sie so etwas wie ein Schlaflied. In medizinischen Kreisen gibt es wohl Gerüchte über ähnliche Fälle, verschwundene Patienten. Eine weitere dieser urbanen Legenden? So, Ort. Menschenförmigen Flecken. Im engen Gang auf der anderen Seite der Türe, wo das Stöhnen herkam, hingen heiliges Seil und Papier.
Die Wände waren mit menschenförmigen Flecken bedeckt. Es gab einen schwarzen Flecken, als Yoshino Takigawa weg war. Ist an den Wänden etwas passiert? Manchmal finde ich das echt schwer zu lesen. Nicht weil die Fonten erlesbar wäre oder sonst irgendwas, sondern einfach weil die Sätze so wie geschrieben sind. Das Mädchen, das liest sich fast wie Artikel von Sumikai. Ja, und nur um da nochmal einen kräftigen Diss rauszuhauen. Das Mädchen, meine Assistentin, die Schwester von Yus bestem Freund. Sie verlor einen Angehörigen. Ein Foto zeigt sie mit einem jungen Mann, der wie ihr Bruder aussieht. Gerade eben war sie sich nicht sicher. Sie ist immer eine fröhliche Person, aber ich sah sie nur selten mit so einem glücklichen Lächeln wie auf dem Foto. Ich frage mich, ob ihr die Person, die sie verloren hatte, sehr nahe stand. Vielleicht war es jemand Besonderes, so wie bei mir. Oh ja, war ja nur der Bruder. Außerdem hat er sich selbst dafür entschieden, der blöde Penner. So. Tja, Mayu hat sich auch dafür entschieden, lieber erwürgt zu werden. So, dann würde ich sagen, speichern wir kurz zwischen. Und dann legen wir uns wieder schlafen. Also, schauen wir uns das mal an. Möchtest du schlafen? Ja, ich möchte. Ja, ich will sehr gerne. Mein Getränk ist leer, schade. Nee. Kann die Kamera nicht aktivieren? Das Lied der Unterwerfung. Okay. Dann, wo sind wir jetzt? Ah, okay. VoIMRDF. Im HD1F. Ja, gut. Ja, dann gehen wir Yu nach, würde ich sagen. In diesem schön beleuchteten Flur. Huh! Das finde ich jetzt nicht gut. Hallo, guter Mann. Was? Ich würde lieber wieder gern wissen, wie viel Energie. Nee. Tschüss, Ragno. Danke, dass du da warst. Also. Jetzt können wir Sprit auf Speicher geben. Nee. Das ist genau wie vorhin. Controller nicht gefunden. Bitte drücke die X-Taste. Fangen wir erstmal hier an, würde ich sagen. Ein Projektorraum, als hätten wir das schon nicht irgendwie gesehen. Willst du bitte die Kamera? Toll.
Das Spiel will was von mir. Das ist wieder was zum Entwickeln dann? Okay, hier sind zwei Nischen. Also drei, wenn man uns mitzählt. Ein Typ 14 Film, sehr gut. Es wäre halt schön, sowas wie Analyse oder sowas zu haben, dass man halt irgendwie sieht, wie viel Energie die noch haben. Oh. Volkskunde, Notizen Nummer 1. Bei meinen Forschungen bin ich auf einen Schrein gestoßen, der wohl der Ursprung des der schlafenden Priesterin darstellt. Der Schrein ist sehr klein und liegt tief in den Bergen versteckt. Es sieht aus wie auf der Zeichnung. Gewöhnlich gibt es dort keine Gläubigen und in nahen Dörfern erzählt man, dass es sich um einen Schrein handelt, in dem man sein Leid abgeben kann. Das Oberhaupt der Familie sagte, Besucher seien bis zur Schneeschmelze erlaubt. Sie vollziehen hier ein Ritual, um einen heiligen Ort im Berg zu schützen. Männer dürfen nicht teilnehmen. Doch alle paar Jahre sind Männer dabei, um die Blutlinie fortzuführen. Die Fremden. Ich kenne einen ähnlichen Brauch. Die Gäste im Winter bedecken alle ihre Gesichter und ziehen große Bündel auf Wegen hinter sich her. Es erinnert an ein Begräbnis. Das Ritual, das man für sie abhält, ist wohl mit dem Lied der schlafenden Priesterin verbunden. Nun. Ah. Oh. War's gut, dass wir hergegangen sind. Verfolgen. Visiert Geister an. Wenn ihre Kamera bereit ist, richtet sie sich automatisch auf den nächsten feindlichen... Oh, das ist praktisch. Das ist praktisch. So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Also, wir hätten dann da noch eine Tür. Oder? Da habe ich doch irgendwo gerade eine Tür gesehen. Da. Oh ne, das ist da, wo wir hergekommen sind. Da. Oh, das kommt mir auch bekannt vor aus dem allerersten Traum. Ah ja, das ist dieser Treppengang. Das verspricht ja jetzt schon Spaß. Was ist hier? Quantenmedizin. Sehr gut. Ja, der Fiskus. Der Fiskus mag sein Geld. Was? Gartengang? Ach du Gott. Hm. Dann gehen wir erstmal in die Richtung, würde ich sagen. Warum hat mir das Spiel den Baum jetzt so gezeigt?
Der Fiskus mag sein Geld. Da muss ich auch irgendwann durch. Spätestens Ende des Jahres, ja. Nutzen wir mal die Zeit und gehen wir eben hier speichern. Wenn wir schon mal da sind. Da blinkt was. Oh! Steinspiegel. Manchmal hat man es nicht unbedingt auf der Karte, das ist das Problem. So. Also. Geh doch mal durch die große Tür. Okay, dann können wir nur dahin, wo vorhin der Geist war. Nehmen wir mal schwer an, das war auch irgendwie eine, so eine Art Wink mit dem Zaunpfahl. Alla, geh dahin. Was ist denn immer nur mit diesen kleinen Türen? Ich habe keine Ahnung, aber die Hintergrundmusik, da gibt es auch eine Version, wo sie bis 10 zählt und so Zeug. Ich kann es gerade nicht richtig ausmachen, ehrlich gesagt. So. Gut. Achso, was ist eigentlich da? Das habe ich gar nicht probiert, aber die sieht verschlossen aus. Ja, okay. Dann bleibt uns nur der Rückweg nach vorn. Also vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Ich meine, wer baut sowas? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, ein architektonisches Meisterwerk, meine Damen und Herren. Guckt es euch an. Au! Also da konnte ich nicht reagieren. Was ist hier los? Leave me alone, please. Oh, oh. Au. You cannot escape. Was? Wie kommt der denn so schnell an mich? Ich habe keine Wahl. Renn! Wir müssen in den Garten, da habe ich mehr Freiheit. Ich kann escapen. Ich glaube jetzt mal dran, dass da jetzt hier, dass das jetzt kein Lose per Default ist. Treffer.
Okay, da war ich zu langsam. Ich war zu langsam. Die Kamera ist doch sehr langsam. Zu langsam. Bin gleich tot. Also auf jeden Fall die Geschwindigkeit der Kamera optimieren gleich. Im nächsten Mal. Vom Style her, okay. Uff. Hm. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch der andere Weg hier drüben, ne? Gott sei Dank ist es insofern eigentlich so ein bisschen linear aufgebaut. Deshalb würde ich auch immer gerne vollständige Kapitel spielen, weil ich dann nicht einfach irgendwo im Haus stehe und weiß dann nicht mehr, was passiert ist. Weil es mal eine Woche zwischenliegt. Du könntest einfach das VOD gucken, Mann. Ja gut, könnte ich auch, ja. Okay, Treppe hoch, da ist eine Tür. Oh. Langsam, okay. Verlangsamt Gegner benötigt Geisterpunkte 1. Ah, das ist wieder sowas. Ja, gut. Das richtig gesehen habe. Bringt uns das hier praktisch zurück zu diesem Kreuzungsraum, oder? Ja. Okay. Das heißt, jetzt gehen wir hier runter. Und da gibt es nur eine Tür. Macht hier so hübsche Geräusche. Ach. Hier sind wir. Das war auch im Prolog. Ob da was drin ist irgendwo? Vielleicht irgendwie wieder was Lesbares oder so? Aha. Gut, heiliges Wasser. Sonst war hier oben vermutlich nichts. Genau. Ist also nur ein Zusatzraum. Gut. So, wie sieht es hier aus? Jetzt können wir ja wenigstens auf die Karte gucken. Okay. Gehen wir uns erstmal hier vorne weiter ein bisschen umgucken.
Ah. Auch gut. Okay, das ist der Raum, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Ist hier an der Seite noch irgendwas? Scheinbar nicht. Dann überlegen wir uns gleich mal, welche Tür wir... Eine kleine Tür. Das ist immer verworrener, wofür es alles Türen gibt. Jetzt werden die noch kleiner. Da ist nichts dahinter. Oh. Was haben wir hier? Nice. Ich würde sagen, wir gehen erstmal runter zur Feuerstelle, oder? Ich meine, einfach nochmal wissen, was in dem Prolograum da unten ist. Aha. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich glaube, ich gehe doch wieder einen Schritt zurück. War hier nicht irgendwo mal irgendwie... Kräutermedizin oder so? Ich bin mir unschlüssig. Vielleicht oben. Aber woher kommt das? Woher kommt das Weinen? Oh. Ah, Kräutermedizin. Woher kommt das? Kommt das von oben? Die Lampe ist aus, das heißt, hier passiert gleich was. Ist auf jeden Fall was. Nur. Wie komme ich da dran? Okay, der Vorhang reagiert nicht auf irgendwelches Gedrücke. Oder was das ist.
Ah. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass sie mich angreift. Ehrlich gesagt. Oh oh. Oh oh. Ich habe den Fatal Frame verpasst. Was, 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 was? Lass mich los! Oh Gott, das trifft. Bin gleich dead. Ich will eigentlich den Steinspiegel noch behalten. Ich werde ja eigentlich nach jedem Kapitel irgendwie geheilt, ne? Was ist denn mit dir los, Kind? Warum musste ich mich mit ihr anlegen? Kann doch nicht wahr sein. Wow, sie hatte nur noch ein klein wenig HP, das kann ja wahr sein. Speichern wäre eine Idee. Dann bleibt uns nur die Wahl durch die Tür, ne? Sagen, wir gehen vielleicht noch mal dahin, wo dieses Guckloch war. Und dran vorbei? Ja. Oh, guck mal hier. Aha. Okay, immerhin haben wir das erledigt. So, mal schauen. Ja, noch 20 Minütchen. Das heißt, wir können jetzt zurück, wo die Versiegelung war. Das ist wieder eine Menge Backtracking. Danke, Spiel. Bist echt ein toller Typ.
Okay. Mal eben was anderes eventuell. Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren. Das ist ja, glaube ich, hier hoch. Nicht schon wieder ein Kind. Muss ja dann hier irgendwo sein. Oh Gott. Da kam was gerollt. Also ist es da oben. Es könnte sein, dass ich mich jetzt verlaufe, aber gucken wir einfach mal. Also. Also bin ich schon mal richtig anscheinend. Da müsste jetzt dieser Innenhof sein. Okay. Wo ist ein Geist? Das wird doch stärker hier. Aha, gefunden. I'm sorry. Der Geist des Kindes hat ein altes Stück Papier hinterlassen. Mami, es tut mir leid. Papi, ich habe versucht, meinen Ball zu kriegen und bin gefallen. Ich hatte Angst, es tut mir leid. Was zum... Okay. Ja gut. Ja gut. Dann doch sehr viel Backtracking, muss ich sagen. Aber gut. Ist ja auch an sich kein Problem. Jetzt haben wir denn noch eine Viertelstunde.
Dann glaube ich, sollten wir zurück, ne? Zurück klingt für mich nach der besten Lösung. Wird aber hier erstmal zwischenspeichern. Man weiß ja nie. Ja, gut. Wow, was? Ja, klar. Ich mag dich auch sehr gern. Kommt die mich einfach so umarmen? Huch, das war die Karte. Boah, der Timeframe war aber echt kurz. Was, warum? Aha. Ein Foto. Okay. Dann würde ich jetzt aber sagen, gehen wir zurück. Wenn ich mich nicht dreimal in diesem komischen Zimmer verlaufe. Ah, jetzt. Jetzt könnten wir halt da hinten weiter, ne? Tun wir das. Gehen wir zum Garten. Wie komme ich von hier aus jetzt schon wieder hin? Ich meine, wer baut sowas? Guckt euch das an. Wer macht sowas? Ehrlich. Also der Raum hat viel Potenzial, dass wir, wo ist jetzt die Tür? Ah. Es
Das Ganze hat hier viel Potenzial, dass wir in Geister reinlaufen. So. Weitläufig, wie das Areal jetzt ist. Wo wir hin sollen. Ups. Hallo? Oh, oh, das war vorbei. Ey, die hat einen Sprungangriff drauf. Das ist ja wie Downy in Smash. Treffer. Ich dachte, da käme ein Nachschuss, okay. Treffer. Da war ich, glaube ich, zu langsam. Ja. Treffer. Wenn du die Mechaniken von Geistern kennst, ist es eigentlich relativ easy. Wo? Treffer. Reicht jetzt. Ich sollte eine Kräutermedizin. Schwierigkeitsgrad, das schwere leicht. Das leichte schwer, meine ich. Nein, nicht das, nicht, nein, nein. Wo will ich hin? Ich will nach... Ich will drehen, erstmal. Da hinten. Die, oder? Ja. Gott. Ich kann mich hier echt nicht orientieren. Ist echt schlimm. Sieht richtig aus. Halt. Jetzt sind wir hier und dann müssen wir... Da? Ja. Da fragst du dich dann halt einfach auch, was für Leute wohnen da? Also wenn da Leute wohnen. Moment. Wo war das hin? Ah ja, okay. 53, okay. Klingt, als wäre das noch zeitlich drin. Halt, da wollen wir hin. Ah ja.
Sie sieht ein bisschen aus wie Mayushi, aber nur so. Ist alles irgendwie sehr... Ein Edelstein. Oh, der Glockenblumenschlüssel. Ja, gut. So, mit was greifen die mich denn bitte alle an? Ah! Sie hat den Pflock! What the? Lass mich los! Sie hat mir einen Pflock in meinen Fuß gerammt! Aua. Sie schlägt auch so, gut zu wissen. Treffer. Ah, das war's. Okay. Da ist ja was auf dem Boden. Graues Tagebuch. Das Aufspießen wehtut? Wahrscheinlich. Was wohl mehr schmerzt, wenn der Spieß langsam ins Fleisch eindringt oder... Ah, was wohl mehr schmerzt, wenn der Spieß langsam ins Fleisch eindringt oder wenn er mit einem Mal hindurchgestoßen wird? Sterben Sie, wenn der Spieß komplett durchgestoßen ist? Ist es wichtig, ob Sie sterben? Ich will eine Priesterin aufspießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das war's schon wieder mit dem Traum. Das Tattoo. Ich warte nur drauf. So, roter Puppenraum. Der Bluterguss. Alter Film, den sollten wir dann entwickeln gehen. Nicht Karte. Notizen. Ereignisse. Der Schlangenbluterguss. Jedes Mal, wenn ich vom Haus träume, wird das Schlangentattoo größer. Kam mir jetzt nicht so vor übrigens. Der Schmerz wird jeden Tag stärker. Wenn es so weitergeht, bedeckt es irgendwann meinen ganzen Körper und dann die Träume, das Anwesen, was bedeuten sie? Wie entkomme ich? Das rote Puppenzimmer. Im kleinen Raum mit dem Schlaflied waren rote Puppen an Wände genagelt. Dort war eines der Mädchen gekleidet als Schreinmaid. Oder als Schreinmaid. Das ist eine sehr interessante Mixtur. Aber ich würde es dann halt auch deutsche Maid nennen, aber gut. Sie wollte mich im Tagtraum fehlen. Wer ist sie und was machte sie dort drin? Gut. Dann gehen wir jetzt noch kurz zu Miku oder zumindest den Film entwickeln, würde ich sagen. Damit wir das auf jeden Fall gemacht haben fürs nächste Mal. Wobei, Moment. Machen wir jetzt gerade ganz kurz noch ein bisschen Micromanagement. Ah, hallo Kiria. Ja, das ist das Haus von Ray. Und in dem anderen Haus waren wir auch ein paar Mal.
Danke, ich dachte, ich werfe mich heute mal ein wenig in Schale tatsächlich. Okkultismus. Die Kamera Obscura ist ein Gerät des Okkultisten Kunihiko Aso. Ah, den Namen kennen wir auch. Um die andere Welt einzufangen. Aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert versuchte er, die andere Welt zu kontaktieren und sie zu beweisen. Der Begriff Okkultist bezieht sich auf den Versuch, östliches Gedankengut mit moderner westlicher Technologie zu untermauern. Kunihiko Aso ist ein Paradebeispiel des Okkultisten. Die Kamera Obscura gehörte zu... Leute. Die Kamera Obscura gehörte zu seinen wesentlichen westlichen Versuchen. Er modifizierte damals noch seltene Kamera, indem er spezielle Linsen und Filme verwendete. Sie sollte unglaubliche Dinge einfangen, die für das bloße Auge nicht sichtbar sind. Wie das Mehrphrasenintervall und Erscheinungen und Geister. Sie sind sehr selten geworden, aber scheinbar werden diese Kameras nur noch von Kuriositätenhändlern angeboten. Die meisten sind kaputt und wir haben keine Chance mehr, die andere Welt zu sehen, für immer. Ja, das ist echt schlimm. So, sonst noch was? Nope. Irgendwas auf dem Schreibtisch? Nope. Gut, Moment, ich lese gleich. Ich mache nur gerade noch so ein paar Sachen, weil ich ja gleich abgeben muss. Also, jetzt erstmal lesen. Naja, nachdem ich ja mein Ultimate Dash Pair als Chiaki irgendwie durchlebt habe, dachte ich, ich lebe sie jetzt so aus. Weil mit Dash Pair ist real. Was kann ich denn tun, um dich aufzumuntern? Oh Gott. Geht mir aber auch ähnlich, Killion. Zumindest aktuell. Aber ich mache das Beste draus. Zumindest versuche ich das. Hallo, Miku. Okay. Sie sagt noch nicht mal, it's raining again. Sag, it's raining again. Ah, dann sag doch nicht, it's raining again. Gut. Ich glaube, Max ist nicht mehr zu helfen. Das ist wie bei mir. Oh. Post. Ich habe Tamara schon gesagt, es kann sein, dass ich 10 Minuten überziehe oder so. Ein Brief. Oh, Brief von Kay. Okay. Ich sende dir ein Band mit einer Aussage über die urbane Legende. Ich weiß, du wirst gut drauf aufpassen. Ich habe noch mehr Bände gefunden. Sie wurden aber von einem Grammophon überspielt. Sie sind also ziemlich alt und beschädigt. Ich versuche gerade, sie wiederherzustellen. Ich schicke sie dir, wenn ich fertig bin. Zuletzt habe ich mich nur mit Volkskunde, Legenden, Märchen und Volksglauben befasst. Das war doch genau dein und Mafuyus Gebiet. Ein interessantes Feld, aber ich möchte nicht zu tief einsteigen. Wie geht es Mafuyus Schwester? Ihr Name war Miku, glaube ich. Ich forsche überall, aber bis jetzt habe ich nicht herausgefunden, wo sich Junsei Takamine aufhält. Wurde er auch fortgegeistert? Wenn du etwas weißt, sag es mir. Ja, wir wissen, was mit ihm passiert ist. Miu geht es nicht gut. Also brachte ich sie ins Krankenhaus. Sie wacht nur alle 2 Tage für einige Stunden auf. Ich muss mich mit meinen Nachforschungen beeilen. Oh, oh. Ich finde es nicht Fotos Mädchens im Umschlag. Oh, was ein Zufall. So, jetzt seht ihr mal das Original-Character-Model übrigens.
Und ist eine Kassette drin. Haus des Schlafes, ah. Müssen wir dann oben machen oder so. Oh, irgendwas passiert. Nee, eigentlich wollten wir noch Fotos entwickeln. Wir gehen jetzt erst Fotos entwickeln noch. Bevor ich die Fotos nicht entwickelt habe, höre ich jetzt nicht auf. Dann seht ihr mich nochmal als Chiaki in groß. Ja, und heute darf ich tatsächlich behaupten, ja, ich trage keine Hosen beim Stream. Oh, guck mal, sogar mehrere Sachen. Da kriegt Miku ganz viel Arbeit. Die Puppen im Hof. Ich hoffe, dass morgen übrigens, morgen kommt der Internet-Dude von Vodafone, dass der morgen einfach alles fertig macht vorne im Laden. Und wir dann theoretisch bald davon anfangen können. Das sieht weird aus. So. Jetzt lesen wir noch gleich ganz kurz über die Notizen drüber, die wir gekriegt haben. Und dann speichere ich und dann gibt es ein bisschen Musik auf die Ohren. Ja, Kilion hat tatsächlich ein Haus, ja. Wir hätten auch schon eins, wenn wir gebaut hätten. Ansonsten haben wir zumindest virtuell eins bei Momo. Nur wohnen da irgendwie die ganzen anderen Kasperköppe auch. Nee, das mit der Telekom hat nicht ganz so hingehauen. Ja, dieser Sachsen-Paule wieder hier angerufen und meinte dann halt so, ja, da, also da mehr wie 25, da ist nicht, ne? Ein Hybrid, das können sie doch vergessen. Sag ich, wir haben das getestet mit LTE und bla bla. Ja, das können sie aber vergessen. Wenn da nämlich irgendeiner mit zusätzlich in der Zelle ist, dann ist alles död. Da dachte ich, okay, gut. Also müssen wir warten, bis Glasfaser da ist und so Zeug. Und dann, selbst mit Glasfaser hat er gemeint, 125 down und gerade mal 20 up. Weißt du, dann kann ich auch zu Blödafon gehen. Ja. So, also jetzt ganz kurz. Und wenn der das morgen alles dann hinkriegt, dann und halt wirklich alles macht, das hat die Kollegin da am Telefon versprochen, jetzt macht der macht das jetzt von vorne bis hinten und es soll nur eine halbe Stunde dauern. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Wenn dem so ist, dann schmeiße ich gern wohl davon Geld nach. Aber dann, ja, es ist eine Geschäftsleitung, jeden Ausfall zähle ich. Und das kriegen die jeden Monat schön per Telefonanruf serviert. Und dann will ich, dass sie immer schön Geld abziehen. So. Miku sang das gleiche Schlaflied wie in dem Haus. Sie sagt, dass sie das Lied in ihrem Traum auch hörte. Hatte sie die gleichen Träume? Wurde sie auch in das Haus gelockt? So wie Yoshino Takigawa und ich? Im Haus befindet sich ein Hof mit Gang. Dort steht mit heiligem Seil umwickelter Baum. Um ihn herum waren aufgespießte Strohpuppen, unzählige Puppen im Schnee. Was könnte diese unheimliche Szene bedeuten? Leute, Miguina Saki. Das Mädchen, meine Assistentin. Das Lied, das sie sang, war das Schlaflied aus dem Anwesen. Hat Miku die gleichen Träume? Guck mal, da sind jetzt auch mehr Fotos dazu gekommen, weil wir das ja... Wir haben das jetzt einfach ganz einfach von ihrem... von ihrem Tisch geklaut. Sie hat jemanden nahen verloren. Sieht sie ihn oder sie im Traum, so wie ich? Da haben wir Mafuyu Hinasaki. In Kays Brief stand der Name von Mikus Bruder, Mafuyu. Er war ein Freund von Kay und Yu. Er verschwand auf der Suche nach dem Schriftsteller Shinsei Takamine. Man sagt, er wurde fortgegeistert.
Miko hatte jemanden verloren und ich dachte, er starb. Sie sprach nie über ihren Bruder. Sehnt sich Miko nach ihrem verlorenen Bruder? Mutter und Tochter? In meinem Traum trugen Mutter und Kind altmodische Kimonos. Die Tochter ließ ein Papier fallen. Darauf stand eine Entschuldigung für ihre Mutter. Der Vater des Kindes wollte ihren Ball holen, als sie fühlte sich wohl verantwortlich für das Geschehene. Die Maid im Schrein. Das Mädchen aus meinem Tagtraum im verlassenen Haus, das ich bei dem Auftrag besuchte. Im Haus des Traumes waren sie im Raum mit dem an den Wand genagelten roten Puppen. Wer da, was sind sie? Wenn das Haus, das ich an dem Tag sah, das aus dem Traum ist und Miku davon erzählte, bedeutet es, dass es dort eine Art Zeremonie durchführten, Leute aufspießten. Hä? Wo ist denn da noch? Ah. Kunihiko Aso, ein Gelehrter des Okkulten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er nutzte die neue Technologie des Westens und stellte Maschinen her, um die andere Welt zu beweisen. Die Kamera Obscura war eine seiner Erfindungen. Laut Buch kann sie übernatürliche Objekte auf einer wechselnden Ebene fotografieren. Gab es irgendwelche Verbindungen zwischen ihm und dem Haus? So, Artikel. Jetzt haben wir die zwei noch und dann sind wir fertig für heute. Eine alte Kamera, Kamera Obscura. Sie wurde von einem Mann erfunden mit dem gleichen Nachnamen wie Yu, Aso. Sie kann Geister fotografieren. Doch warum war die Kamera im Haus? Der Projektor. Der alte Projektor war in dem Haus aus meinem Traum. Die Bilder zeigten Mädchen gekleidet als Schreinmeiden. Jemand ist dort gewesen und hat das aufgenommen, was im Haus geschieht. So. Gehen wir speichern. Denn wenn mich nicht alles täuscht, folgt dann beim nächsten Mal die Stunde 4. Speichern beendet. So, Talk. Creep Ulf. Moment. Den setzen wir wieder ab. So, ich ziehe meine Öhrchen zurecht und mache meinen Blick wieder frei. So. Ja, also wie gesagt, das mit der Telekom, das war gut gemeint, aber im Endeffekt, es klingt jetzt doof, aber wenn sie uns halt die Leistung hätten geben können, die wir gebraucht hätten, dann hätten wir sofort ja gesagt. Dann hätte ich auch noch in Kauf genommen, dass wir vielleicht irgendwie noch für wirklich gutes Internet noch 2 oder 3 Monate warten müssen. Aber so wie es jetzt ist, gesagt, im guten Fall erstmal bis Glasfaser liegt, keine 5 Mbit Upload, weil sie da auch kein gescheites DSL für er meint am Telefon so eine Mixtur zwischen DSL 25 und 50 und ja, Upload wird auch nicht der volle sein, das wird dann wahrscheinlich höchstens so zwischen 4 und 5 Mbit und da habe ich direkt gesagt, nope. Nein, nie nicht. Ja, und dahingehend dann habe ich halt bei den Vodafone-Dödels nochmal angerufen und habe gesagt, so Leute, der gute Mann, der da war, der hat ja primär gesagt, kein Bock, ne? Und was ist das denn eigentlich? Also der Letzte, der bei uns war, der hat das alles von vorne bis hinten gemacht. Was ist denn nun damit? Ja, dann hat die gesagt, ja, ich kläre das ab und so und dann schicken wir dann anderen Techniker und das geht ja so auch nicht und bla und bla. Und ja, dann haben sie mich erstmal so 1,5 Wochen auf einen Termin warten lassen und irgendwann hat sie dann angerufen, ja, am Donnerstag. Da habe ich gesagt, okay, gut. Dann kommt der halt zwischen 8 und 11. Ah ja, es wird doch nur eine halbe Stunde dauern, aber ich soll mir trotzdem die Zeit nehmen. Da habe ich gesagt, okay. Nun, so. Dafür, dass ich jetzt irgendwie das alles so ganz schnell irgendwie zusammengefriemelt habe hier, kostümtechnisch, ist das eigentlich ganz gut. So. Ich sage tschüss. Nee. Gleich kommt Tamara. Ja, die spielt für euch Atelier Luel. Und ja, wir sehen uns. Wann sehen wir uns eigentlich denn wieder? Wahrscheinlich irgendwie am Samstag oder so. Würde ich jetzt mal schätzen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem ganzen Programm Rest der Woche. Ansonsten bis ich hier wieder sitze. Nun, ja, halbe Stunde wäre es, glaube ich. Ich glaube, erstmal so lange braucht er, um überhaupt wach zu werden. Oder überhaupt Schrauben aufzumachen oder so. Bin ja mal gespannt, ob der fähig genug ist, Steckdosen zu setzen. So, das war's von mir. Jetzt gibt's Musik und danach Tamara. Tschüss, Tschaukowski. Nee.